Hallo Freunde, hier ist wieder euer Hans, heute mit einem weiteren Sonntagsvideo und heute zeige ich euch, wie ihr ab sofort den Game Pass zu 100% kündigen könnt. Das heißt also, wenn ihr 14 Tage den Game Pass getestet habt und diesen dann kündigen wollt, könnt ihr das nicht auf der Konsole machen, das wurde leider entfernt, so wie ich es damals in meinem anderen Video gezeigt habe. Das hat man leider rausgenommen, warum auch immer. Ich kann mir schon denken, warum, oder Microsoft? Auf jeden Fall ist es jetzt so, ihr müsst das leider über die Webseite machen. Ich habe euch das mal vorbereitet und zwar in einem Link, den findet ihr unterhalb in der Videobeschreibung. Da klickt ihr bitte drauf, dann müsst ihr eure E-Mail-Adresse, die zu eurem Gamertag gehört, einfach eingeben, dann das dazugehörige Kennwort und dann seid ihr eingeloggt. Und nun zeige ich euch, was ihr dann machen müsst. Sobald ihr euch mit euren Daten eingeloggt habt auf der Webseite, seid ihr hier in dieser Übersicht, und zwar Dienste und Abonnements. Und dann haben wir hier direkt den Xbox Game Pass bei mir. Das könnte bei euch ein bisschen anders aussehen, weil vielleicht das ein oder andere Abo noch dazugehört bei euch. Dies hier ist nur ein Testaccount von mir, deswegen sind hier nicht alle meine Abos sichtbar. So, wir klicken dann hier hinten auf Verwalten. In dieser Übersicht haben wir jetzt hier hinten noch ein paar Optionen dazu bekommen. Und zwar geht es jetzt nur um den Game Pass. Und dann geht ihr hier bitte auf Ändern. Und dann sagt ihr hier wiederkehrende Abrechnung deaktivieren. Sobald ihr da drauf geklickt habt, kommt dieses Fenster. Und in diesem Fenster haben wir nun die Möglichkeit zu sagen, jawohl, Kündigung bestätigen. Und schon kriegt ihr noch einmal den Hinweis, ihr Xbox Game Pass Abonnement wird nicht mehr abgerechnet. Die verlieren den Zugriff am und dann natürlich bei euch ist es ein anderes Datum, hier bei mir jetzt der 13.07. Und dann sagen wir zurück zu den Abos und das war's auch schon. So, nun wisst ihr auch, wie ihr den Xbox Game Pass wieder loswerden könnt. Das Problem ist, warum Microsoft das aus der Xbox entfernt hat, das kann ich euch leider nicht sagen. Aber ich habe es immer wieder in den Kommentaren gelesen, dass es gemacht wurde. Und mein Video demnach ja veraltet ist, deswegen habe ich jetzt hier heute mal das Neue für euch aufgenommen. Wie gesagt, wichtig, wenn ihr noch Fragen habt, dann einfach ab damit in die Kommentare. Und ja, ansonsten bleibt mir nur wieder eins zu sagen. Ich hoffe, dass das Video dir geholfen hat. Wenn dem so ist, lass mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke und joine meinen Discord-Server. Folge mir auf Twitch, Twitter und natürlich Instagram. Alle Links dazu unten in der Videobeschreibung und hier eingeblendet. Und nun bleibt mir nur noch eins zu sagen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und danke wie immer fürs Zuschauen. Euer Hans ist raus. Cheers!